Jahrelang hat Mark mich gequält mit seinen Aufgaben. Doch nun wird sich alles ändern. Denn ab jetzt stelle ich die Challenges. Diese neue Ära beginnen wir natürlich nicht irgendwie. Hier ist deine Aufgabe. Das fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich so gut an. Heute wird Mark Seibold der Bösewicht begraben. Was wird das wohl für eine Aufgabe sein? Oh! 24 Stunden Rolltreppe! Richtig, vielen Dank an die Community. Er muss 24 Stunden auf der Rolltreppe bleiben, gegen die Rolltreppe laufen und darf die Stufen nicht verlassen. Wenn du über diese Markierungen raustappst, unten oder oben, hast du verloren. Hast du diesen Rolltausch jetzt schon? Die 24 Stunden starten ab jetzt. Auf die Treppe, fertig, los! Oh nee, das ist schon scheiße, mein Mann! Oh nee, das ist jetzt schon! Oh nee. Okay, möglicherweise wird es auch die kürzeste 24-Stunden-Challenge in der Geschichte von Das schaffst du nie. Oh, ist das scheiße. Hier unten ist viel zu riskant, dass ich irgendwie einschlafe und da rausfahre. Deshalb werde ich jetzt in einem eleganten Vollsprint mich da nach oben begeben. Oh Gott! Ich komme kein bisschen voran! Das hält er nicht lang durch. Ja, also wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen unter Druck stehe ich schon. Ich meine, ich habe Ario Maini jahrelang gequält. So. Also ich muss heute schon auch ein bisschen abliefern. Also das Problem ist, dass ich immer hier praktisch mit den Fersen schon nach unten wegknick. Deshalb muss ich immer so einen kleinen Schritt nach oben machen. Jetzt gewöhnst du dich mal in Ruhe daran. Ich habe mir ein kleines Wohnzimmer-Set aufgebaut und guck dir ein bisschen zu. Leute. Das steht ihm nicht. Das steht ihm nicht. Das Arschloch, das steht ihm einmal nicht. Oh, Scheiße. Ich kann nicht mehr. Das Gute ist natürlich auch, wenn du dich runterfahren lässt, dann ist es erstmal einen kurzen Moment angenehm, aber ja. Dann musst du halt wieder gegen an. Ja, ich bin jetzt zwar der Bösewicht, aber ich bin kein Unmensch. Deswegen hat Mark großzügigerweise alle 2 Stunden 10 Minuten Pause. 3, 2, 1, Pause! Jetzt hast du 10 Minuten. Boah, fühlt sich das weird an. Boah, Alter, das fühlt sich an, als würde ich fahren. Gut, wenn er jetzt 10 Minuten braucht, um das Gleichgewicht wieder zu finden, dann kann er gleich wieder zurück auf die Treppe. Ich richte mir jetzt hier ein kleines Snackparadies ein. Bitte. Boah. Das war's dann auch schon. Ich geh mal wieder drauf. Du hast noch eine gute Minute. Ach, scheiß drauf. Ah, jetzt wird er übermütig. Das wird er wahrscheinlich teuer bezahlen. Sind gleich 3 Stunden um. Und meine Aufgabe ist ja auch, dich ein bisschen zu motivieren. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ich habe ausgerechnet, wie viele Schritte ich in den 24 Stunden machen würde. Schnallt euch an. 100.000 Schritte. In einer halben Stunde beginnt wieder meine Pausenzeit. Und ich habe da so eine Idee. Ja, hallo, hier spricht der Marc. Hallo. Ich komme aber um Punkt 18 Uhr. Ciao. Ob das was wird, ich bin skeptisch. Pause! Okay. 10 Minuten Pause. So, Müll entsorgen. Und wir gehen da hinten runter. Ah, ah. Wenn er nicht pünktlich wieder da ist, dann hat er verloren. Die schlechte Nachricht ist, ich muss auch noch sehr dringend aufs Klo. Ah, hier. Hallo, ich habe was bestellt. Danke. So schnell aufs Klo. Während Marc sich seine verdiente Pause gönnt, werde ich mal so ein bisschen umrüsten. Weil bislang hält er sich immer oben an der Rolltreppe auf, wo es flach ist. Und ich möchte jetzt, dass Marc mehr Höhenmeter macht, ja? Dass er wirklich Treppenstufen steigt. Ah! Oh fuck, jetzt wird's knapp, oder? Also wenn das jetzt hier so zu Ende geht, das kann nicht sein. Also wirklich. Das schaffe ich.
Hä, was ist jetzt da? Mein Berg, vergiss es. 2, 1, Feuer! Achtung! Wenn du das jetzt machst, dann gehen wir in alle in einer Stunde nach Hause. So, für die nächsten 10 Minuten. Du das durchstößt oder das da oben, hast du verloren. Oh. Oh. Alter, das ist so scheiße. Oh mein, ich hasse dich. Aber jetzt schmecke ich schon, dass es nach Blut schmeckt, Leine. Ist es denn jetzt sehr viel anstrengender, sag mal? Das ist keine gute Idee. Du bist so ein Penner. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht übergebe, ey. Ja, das wäre schlimm. Immerhin habe ich damit schon mehr Sport gemacht als Meinberg bei all seinen 24-Stunden-Challenges zusammen. Hier, der Meinberg ist der Großmeister des 24-Stunden-Rumsitzens. Auf dem Pfahl saß er nur rum, im Whirlpool hat er gechillt, im Autoscooter saß er. Also ich will mal von euch wissen, was ist eurer Meinung nach die krasseste 24-Stunden-Challenge in der Geschichte von Das schaffst du nie? Schreibt es in die Kommentare. Völlig klar, was die krasseste Challenge war. 24 Stunden lang im Regenwald Bäume pflanzen. 3, 2, 1, Endspurt und durch! Packt schon mal die Sachen, wir hauen in 10 Minuten ab. Bist hier schon 5 Stunden auf der Rolltreppe und musst nur noch 19. Die kleine Laufeinheit von gerade eben. Die hat Körner gekostet, wie man so schön sagt. Ja, aber du hast ja auch wieder Körner gefressen. I don't know the tempo. Also komischerweise habe ich krasse Rückenschmerzen und das Problem, ich bekomme langsam Blasen. Boah, zum ersten Mal, dass ich die Pause, glaube ich, wirklich brauche. 6 Stunden, Marc, hast du geschafft. Das bedeutet, du musst nur noch 18 Stunden. 18 Stunden klingt jetzt, finde ich, also wenn ich das jetzt mal so vor meinem geistigen Auge mir überlege, immer noch ganz schön viel. Ne? Ja. Na, rennst du jetzt gar nicht los und machst du irgendwas? Das tut so gut. Oh. Noch 15 Sekunden. Laber nicht. 3, 2, 1, okay. Da ist er wieder in seinem Element. Es ist kurz nach 20 Uhr, die ganze Bude ist dicht, alle Leute müssen raus und jetzt sind wir gleich alleine, den ganzen Abend, die ganze Nacht im Einkaufszentrum. Jetzt auf mein Schnipsen! Und alle müssen raus, nur Marki darf bleiben und zwar auf der Rolltreppe. Wie geil ist das? Ich bin der König der Mall! Nach über 7 Stunden muss ich mich bei dir entschuldigen. Es ist mein erster Tag als hier Chefdramaturg und Bösewicht von DSDN. Und ich habe was ganz Entscheidendes vergessen. Und das tut mir leid, deswegen hole ich das sofort nach. Ja, du bist doch eigentlich Bergsteiger. Du bist doch Reinhold Messner. In der Höhe ist es kalt. Also setzt du mal schön das Mützchen auf und einen schönen Bergsteigerbart. Reinhold Messner, wie ich ihn von Markus Lanz kenne. Natürlich musst du dich auch ein bisschen einmuckeln. Mein Weg, mir ist nicht kalt. Ich bewege mich hier die ganze Zeit. Und bei der Ausrüstung sind wirklich die Schuhe absolut entscheidend. Du darfst natürlich jetzt nicht beim Anziehen von der Rolltreppe, das musst du jetzt irgendwie in der Bewegung machen. Oh, Mann, Leute, es ist viel zu früh für so eine Scheiße. Ich hasse dich, wirklich. So ein Scheiß. Ah, jetzt lässt er sich natürlich weit nach unten treiben. Ah, Scheiße. Mann! Scheiße, komm hier hoch! Sieht doch jetzt eigentlich schon perfekt aus. Hier ist deine Ausrüstung. Es ist nicht der Berg, den du bezwingst, sondern das eigene Ich. Die Schuhe werden zum Problem, das spüre ich jetzt schon. Jetzt merke ich langsam, es ist
Es fängt überall an zu zwicken. In den Beinen, aber auch krass ist hier hinten im Rücken. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das 24 Stunden schaffen soll. Hast du das auch gehört, Marc? Hast du das? Was? Oh mein Gott! Ich glaube, es ist das haarige Yeti-Einhorn! Und es verteilt seine nahezu tödlichen Elektrostöße! Ah! Arsch! Hör jetzt auf, Alter! Ich will Elektroschock! Aufs Kopf! Nein! Es schlägt noch mal zu! Einhorn! Yeti! Einhorn! Yeti! Einhorn! Yeti! Einhorn! Einhorn! Yeti-Einhorn! Es gibt keine Yeti-Einhörner, Mainberg! Ich seh's doch! Ich seh's doch! Und jetzt klaut er sich hier mein haariges Einhorn. Es ist ja wohl mein Mitarbeiter. So, ich bin enttäuscht von unserem Bösewicht. Das ist so kräftezehrend. Kräftezehrend. Mainberg! Darf ich vorstellen? All meine Gags zu klauen! Dein guter alter Freund, David Blowy! Die sind einfach komplett nass und rutschig. Ich geh jetzt einmal ins Bett. 3, 2, 1, Halbzeit und gute Nacht. Aber es ist geil, wie so langsam schon alles anschwillt. So meine Hände sind voll dick. Hier drückt schon so das Zeug raus. Ich möchte nicht wissen, wie unten die Füße aussehen. Gerade ist das schlimmste Tief bisher. Ich könnte einfach im Gehen einschlafen. Pause! Bin wieder da. Das war schon wieder lustig. Es ist mitten in der Nacht. Ich liege in einem scheiß Einkaufszentrum. Was soll denn dieser ganze Mist? Das ist die typische 24-Stunden-Challenge-Krankheit. Irgendwann, ja, da drehst du einfach nur noch durch. Wie das hier schon so rausschwillt. Ja, ekelhaft. Wie eine kleine Fettmade. Scheiße, ich werd wahnsinnig. Scheiße, ich glaube, jetzt fangen die Krämpfe langsam an. Nee. Fuck, ich hab's befürchtet. Im rechten. Unten aber. Okay, ihr könntet jetzt sagen, das ist unfair. Ich sage, das ist meine große Chance. Wie sagt man so schön? Ein Unglück kommt selten allein. Meini! Jetzt weg! Feuer! Mein Dauerfeuer funktioniert. Marc wird immer weiter runtergetrieben. Ein falscher Schritt und noch ein paar Zentimeter. Und dann ist er raus. Jetzt muss ich dranbleiben, jetzt muss ich dranbleiben. Du Verrückter! Geh von der Rolltreppe runter. Es muss jetzt langsam mal Schluss sein. Letzte Chance. Das ist jetzt der Matchball. Thank you.
Ja, 5 Uhr, da ging wirklich gar nichts mehr. Ich fall ständig in diese Art Sekundenschlaf, kipp dann so weg und hinter mir geht es ja meterlang runter. So, das ist wirklich gefährlich. Und dann ist endlich diese Nacht vorbei und damit auch hoffentlich mein Tief. Jetzt sind es noch 8 Stunden. Das klingt so krass, weil es sind immer noch 8 Stunden. Good morning, life. Good morning, sun. Ein neuer Tag ist angebrochen. Zeit zu handeln. Ich hatte bei seinem Kostüm den Wanderrucksack vergessen. Good morning, life. Good morning, birds sing out. Keiner gesagt, dass es leicht wird. Als Gipfelstürmer brauchst du einen Wanderrucksack. Das ist doch echt scheiße. Umschneiden. Ich kämpfe mich hier durch die Nacht und jetzt gibst du mir so einen Kack dann da. Ich hätte ihn dir gestern schon geben sollen. Das ist mein Fehler. Ich reiche ihn jetzt nach. So, und jetzt sieh zu. Fast 20 Stunden geht das hier schon. Sag mal, das ist doch nicht normal. Ich bin vollkommen fertig. Es zermürbt mich. Willst du nicht endlich mal runterkommen von dieser Rolltreppe? Aber als erstes mache ich jetzt aus mir wieder einen Menschen. Ich bin weg. 10. Oh. Oh, dieser Rucksack macht mich so fertig. Ah. Oh. Was macht eigentlich der Meinberg gerade? Wo ist der? Ja, Alter, der wird immer schwerer. Ah. Du siehst fantastisch aus. Danke. Du, ich stärke mich erstmal ein bisschen und dann gehen wir vielleicht mal zusammen. Frohen Mutes ins große Finale. Und ich weiß, dass Meinberg alles jetzt auf diese eine letzte Karte setzen wird, die er noch hat. Also ich muss gut vorbereitet sein. Ich brauche den nicht aus Schutz, aber als Gehhilfe, wenn es richtig krass wird. It all comes down to this. Unvorstellbar. Es sind fast 24 Stunden rum. Du bist immer noch auf dieser Treppe. Du hast mich unterschätzt, Meinberg. Aber ich habe noch eine Chance. Du wirst jetzt einen Endspurt einlegen. Ich habe hier 3 Optionen, aus denen du eine auswählen darfst. Hier steht eine Minutenzahl drauf. So lange dauert dein jeweiliger Endspurt. Alles, was länger als 5 Minuten ist, ist unmöglich. Ich nehme die Mitte. Du hast dich frei dafür entschieden. Leider hast du dich für die aus deiner Sicht ungünstigste Variante entschieden. In der Mitte sind die 9 Minuten. I'm sorry. So asozial, ey. Naja, toi, 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 ne? Wie wir fairen Sportsleute sagen. Rolltreppe, stopp! Jetzt gilt's. Los! Die Taktik ist, dass er nah oben dran bleibt, wo die Treppenstufe noch nicht ganz so hoch ist. Scheiße. Noch 7. Fuck. Es ist ein großes, hartes Finale. Ich habe keine Kraft mehr. Noch 5. Oh, Scheiße. Alter, ich sterbe. Mit dem scheiß Rucksack auch noch. Nach fast 100.000 Schritten. Das ist einfach asozial. Noch 4. Scheiße. Das ist jetzt erst die Hälfte. Mein Kopf explodiert. Ah. Das ist schon richtig lang.
dann ging mir die Kraft aus. So, und ich habe es einfach nicht mehr geschafft, mich irgendwie da oben zu halten. Fuck. Man sieht bis zum Schluss, es kann echt alles passieren. Ich weiß im Moment auch nicht mehr, was ich mir wünschen soll. Noch 2 Minuten übrigens. Drei, zwei, eins. Hiermit hast du diese Challenge offiziell gewonnen. Glückwunsch. Kommt da jetzt wenigstens Whitney Houston als Siegermusik? Naja, wenn euch dieser Kanal mit der neuen Rollenaufteilung trotzdem gefällt, dann lasst uns unbedingt hier ein Abo da. Wenn ihr die anderen 24-Stunden-Challenges sehen wollt, dann schaut mal hier. Und ihr könntet auch mal beim Funkformat Simplicissimus vorbeischauen. Die beantworten euch die Frage, warum ihr zu wenig schlaft. Und schaut euch unbedingt auch diesen sehr wichtigen Beitrag in der Infokant an. Ja? Den wirklich anschauen, bitte.